Wege durchs Land. Full of ghost readings and ghost appointments. Lamento van een mogelijkheid. Teapot. Metamorphosis. Hallo Wege durchs Land. I am so sorry that I'm not with you in Germany this week. I have Germany written in my diary. My diary is full of ghost readings and ghost appointments that haven't been able to take place. So I thought I'd send you a very quick poem just to say hello and to say that I'm with you in spirit. And this is called This Century, The Next, The Last. My husband requests a sky burial. He wishes to be as carrion sequestered by leopards, strung up in a desert tree. Back to the familiar corridor, he may choose any opening, but all the rooms contain me, dressed for a wedding. Teebeutel. Eins. Nur in Sackleinen gehüllt. Kleiner Eremit in seiner Höhle. Zwei. Nichts als ein Faden führt nach oben. Wir geben ihm 5 Minuten. Vielleicht ist es so besser, dass Sie mich verstehen können. Guten Tag, ich bin Kalle Kalima und wir hätten mit Greg Cohen und Max Andrzejewski sehr gern bei einem Festival gespielt. Wie Sie wissen, die Situation ist jetzt anders geworden, aber wir freuen uns sehr, bei nächsten Gelegenheit dabei zu sein. Bleiben Sie gesund, wir sehen uns hoffentlich bald. Lamento van een mogelijkheid. Ik beklaag me omdat er naast mij altijd meer is. Nooit ben ik alleen en uniek in mijn existentie. Van alle kanten slechts één dimensie die nooit op zichzelf staat, maar slechts deel is. Kudde dier onder de van mij afwijkende gelijken mag ik niet boven het maaiveld uitstijgen. De keus voor mij is even willekeurig als wat voor mij moet wijken. Geduldig wacht ik op uw smaak en keuze, uw voorkeur, beginsel, levensleuze. Het dogma volgens welke koers u tot hier voer, het bijgeloof dat het van hogerhand zo was beslist. Maar weet, het is toeval dat u zich tot mij richt. Ik heb nooit noodlot willen zijn. Geloof ook niet aan dat fatalisme dat mij te romantisch is. Hinter mir Ljubljana nach der Pandemie, einer ausklingenden Pandemie
Und in der Hoffnung, dass wir unsere Begegnungen, unsere angestrebten Begegnungen auch physisch bald wieder weiterführen werden können. Ich werde ein Gedicht von mir lesen, auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung von Matthias Göritz aus dem Band Über dem Himmel, unter der Erde. Das Gedicht heißt Herkunft. Jeder von uns kommt von irgendwoher. Jeder kommt dauernd von irgendwo an. Wir hören nie auf, anzukommen, zu singen, jeder zu sein. Sterne, Flüsse, Berge bieten bloß unsichere Orientierung. Nur das, was du bei dir trägst, was du nicht schaffst, nicht in dir zu tragen, wenn du ankommst und ankommst, andauernd. Nur das ist, nur das, der einzige Ort. Alles andere, von irgendwo, jeder, nach irgendwohin. Sei du gepriesen, undefinierbarer und freier Lauf unseres Wegs. Metamorphosis. Summer draws near, with it a yearning for life, even though you are still alive. Here is another chance to get closer to. Get closer to whom? To what? You can't even name it. When you were a child, you used to draw a square with a chimney puffing blue smoke and would call it home. A yellow ball, the sun, a red circle with a tail, you would call an apple, and a squashed apple, the heart. Once upon a time, everything was simple. Objects are still the same. We have only added the names of things the way we give intimate nicknames to streets and corners in a city we have lived in for years, unable to make it our own. And later, in the absence of hope, we turn objects back into abstract forms, into what they once were in their original state. A house puffing blue smoke, a blinding yellow ball, an apple, and a heart. When there is no hope left, we turn objects into art, a ceremony we leave behind for the generations to come.